Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Spiegel and Stimmt. Und wir waren hier stehen geblieben. Wir haben in der letzten Folge waren wir zurückgekommen nach unserer Basis, weil wir unterwegs waren und wollten ja noch ein bisschen die Gegend erkunden. Und ich habe euch so ein bisschen was gezeigt, was denn zum Beispiel zum Looten da ist. Ich habe euch einmal ein schickes Haus gezeigt, wo ich gerne war bis jetzt, weil dort immer relativ gut was zu looten war. Ich habe euch auch Häuser gezeigt, die radioaktiv waren. Wir haben Zombies gekillt, wir haben Tiere getötet, die uns angegriffen haben. Und ja, wir waren dann auch so gekommen und haben dann nochmal ein bisschen Bäume gefällt. Und ich habe jetzt in der Zeit, wo ich mal nicht aufgenommen habe, mir noch Waffen gecraftet. Und Munition. Und jetzt werden wir uns nochmal rausbewegen und ein paar Bäume farmen, weil wir brauchen die Sachen. Wir wollen uns nämlich noch mehr Kisten machen und wir wollen uns Aussichtstürme machen. Weil wir müssen ja noch die Staffel irgendwie gefüllt bekommen. Und ich bin schon am überlegen, ob ich nur Aussichtstürme noch baue oder auch was anderes. Mir fällt nur gerade aktuell nicht so viel ein. Ja. Müssen wir schauen. So, hier liegt der Baum. So. Einsammeln. Auch noch einer. Jetzt. Ah, die Treppen sind wieder lost, wie immer. Ah, das ist immer das Gleiche hier. Jedes Mal, wenn ich gespeichert habe, sind Treppen lost. Ne? Also die Treppen sind jedes Mal weg. Das ist herrlich, echt. So herrlich. Okay, dann machen wir mal folgendermaßen. Oh, hier habe ich schon alles voll. Wir müssen noch mal ein paar Kisten erstellen. Ja. Da drüben haben wir jetzt sicherlich auch gar keine Treppe. Ja, habe ich gewusst. Das hab ich gewusst. Ach so. Okay, dann können wir die Kisten craften. Nicht versprechen. So, wie viele machen wir denn? Machen wir jetzt mal sechs. Dann können wir immer noch welche machen. Mein Asthma ist auch wieder am Start. Lässt mich auch bei keinem Let's Play alleine. Ach, herrlich. So.
Haben wir schon fertig? Die können wir hier umlagern. Hier oben haben wir nämlich noch gar nichts. So, hier könnten wir die Bandage lagern. Haben wir ein wenig Platz. So. Ja. Hier könnten wir dann. Ah, ich glaube, gehen noch mal runter. Aber wir stellen erstmal die Kisten hoch. So hoch. Hier können wir noch Kisten stellen. Hier können wir noch was hinstellen. Und hier. So, dann haben wir überall Kisten stehen. Da haben wir Holz. So, was haben wir denn hier? Ich würde sagen, die Fragen finden. Weiß. Dann haben wir hier. Machen wir die Fragmente mit rein. Nein, ohne die Fische.
damit rein. Da haben wir auch nochmal Knochen. Wo machen wir die Knochen? Die können wir hier auch dann. Und so. Wo ist noch? Okay. Alles klar. Ja. Ja, eine Waffe, ne? Also, wollen wir das so sagen. So, dann haben wir hier eine leere Kiste. Dann können wir nämlich hier Waffen machen. Mal gucken, was jetzt hier eine Waffe war. Ah, okay. Also, das sind Waffen. Das ist. Bogen ist eine Waffe. Okay. Hier haben wir die Bandagen, das können wir eigentlich gut lagern. Und hier können wir dann die wechseln. Waffe. Und holen das ab, was wir hier haben. So, dann haben wir hier noch eine Waffe. Das möchte ich gerne. Und dann haben wir hier die Munitionskammer. Genau.
Da haben wir den Exit-Kiste. Haben wir das. Und dann haben wir hier eine Leere und da können wir die Bandagen rein. Die wir ja dann sowieso immer alle nicht lange finden. Und dann hier noch die Axt mit dran machen. Dann haben wir Platz wieder. Wenn wir jetzt gleich rausgehen und Holz farmen. Ja, mal gucken, ob wir hinten schon. Irgendwas greift das? Nehmen wir mit raus. Das hier befragt. Könnten uns ja eigentlich noch ein paar Gärten machen. Ein paar Dekorationssachen. Wir können uns ja vier Aussichtstürme machen. Zwei, also einer dort, dann, also links einer, rechts einer auf der Seite
Und rechts und links dort auf der anderen Seite, wo wir noch einen Zaun gemacht haben. Weil ich glaube, jede gute Basis hat ja auch mindestens 4 so eine Aussichtstürme. Und dann können wir noch ein bisschen Deko zwischendurch machen. Und wieder unsere Zombies da ärgern. Unser Lieblingszombie da hinten, der wartet bestimmt auch schon auf uns. Und so sind wir garantiert die nächsten Folgen noch beschäftigt. Ich würde jetzt auch mal sagen, wir gehen jetzt erstmal schlafen, gönnen ihm mal ein bisschen Ruhe, dann schauen wir mal, was der nächste Tag. Also man mag es kaum glauben, aber man verbringt schon einige Zeit hier, gerade wenn man so am Anfang noch Ideen hat, wie was man bauen könnte. Und bei mir war es ja von Anfang an auch so eine Planung, dass wir Aussichtstürme machen. Nur ich glaube, einer reicht auch nicht und zwei auch nicht. Also ich mache doch dann lieber 4. Und ja, wie gesagt, dann hat man da immer von jeder Seite immer ein. Das ist ja das Gute, dass wir hier genug Bäume drin haben in unserem abgesperrten Bereich. Das war ja auch eigentlich von mir so gewollt. Weil ich weiß ja, dass die Bäume hier immer wieder spawnen. Und so haben wir dann immer genug Ressourcen für uns. Um uns, also um unsere Absperrungen sind dann auch immer genug Steine, wo wir dann noch Metallfragmente etc. alles herkriegen und waften können. Also dementsprechend sind wir hier gut mit Ressourcen besorgt, also so ist es nicht. Was sagt eigentlich mein... Hier eine Vorrat.
Ob wir haben hier eine Vorratslieferung, die runterkommt. Hier irgendwo eine Vorrats. Ah, so weit weg, oder? Okay, dann gehen wir wieder zurück zur Basis. Die Bäume ab. Die Bäume. Können wir hier noch sogar Steine fahren? Kleine Metallfragmente. Warum nicht, ne? Man kann es ja mal alles mitnehmen. Dann können wir uns nachher noch einen Garten anbauen. Genug Samen hätten wir. Wir müssen zurück, sonst wird es brenzlig für uns. Wir müssen dringend unseren Flüssigkeitshaushalt jetzt ausfüllen, sonst wird es echt brenzlig. In der nächsten Folge sonst nochmal Steine farmen gehen, wenn wir genug Getränke, genug Wasser mit haben. Bevor ich hier jetzt ein Risiko eingehe.
Die Bäume wieder weg. Okay, hier haben wir auch sogar schon welche. Okay, dann. Noch ein paar. Warum, weshalb wir die Steine so viel haben, kann ich euch noch nicht so sagen. Die paar Materialien, die wir bauen, die brauchen wir teilweise nur ein oder zwei Mal. Und das war es dann auch schon meistens. Und warum wir denn so viel haben oder so viel craften können, keine Ahnung. Okay. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns und hören wir uns in der nächsten Folge. Und ja, bis dahin, haut rein und tschüss.